Zu einem Großbrand mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr Olpe am Donnerstagabend gegen 21 Uhr ausrücken. Ein Wohnungsbrand in der Wilhelmstraße war der Einsatzanlass. Nach ersten Angaben, die der Feuerwehr vorlagen, sollte sich noch eine Person in dem Gebäude befinden. Thorsten Kaufmann, Pressesprecher der Feuerwehr Olpe, erläutert. Daraufhin wurde Sirenenalarm ausgegeben. Wir hatten Glück, dass wir gerade einen Übungsdienst im Feuerwehrhaus hatten. Dementsprechend konnten wir sehr schnell ausrücken und waren schnell vor Ort. Hier stellten wir dann fest, dass der Dachstuhl in voller Ausdehnung brannte. Was die gemeldete vermisste Person betraf, konnte Entwarnung gegeben werden. Sie konnte sich selber aus dem Haus retten. So konnte sich die Feuerwehr auf die eigentliche Brandbekämpfung konzentrieren. Mit zwei Drehleitern von außen und mehreren C-Rohren von innen nahmen die Brandbekämpfer den Kampf gegen die Flammen auf. Das eigentliche Feuer hatten die Einsatzkräfte schnell im Griff. Die Flammen waren dementsprechend dann relativ schnell gelöscht und die vermissten Personen oder die sich selbst retten konnten, haben auch Glück gehabt, also sie konnten alle bei Freunden und Bekannten unterkommen. Es ist keine Person schwer verletzt worden. Eine Person musste vom Rettungsdienst betreut werden. Nach kurzer Sichtung durch den Notarzt in einem für diesen Zweck aufgestellten Versorgungszelt konnten alle Hausbewohner den Einsatzort verlassen. Das Fachwerkhaus ist durch den Brand komplett zerstört worden und somit unbewohnbar. Zum Schluss haben wir noch eine Überdruckbelüftung vorgenommen, um das Gebäude rauchfrei zu bekommen. Und jetzt sind wir gerade dabei, die letzten Glutnester zu löschen. Und wie Sie im Hintergrund hören, ist es dabei auch erforderlich, das Dach im Großteil zu zerschneiden, weil die Glutnester natürlich überall bei diesem Holzdach verteilt sind. Die Feuerwehr Olpe war mit 73 Leuten und rund 10 Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Zur Brandursache und zum Sachschaden liegen derzeit noch keine Informationen vor. Die Straßen um den Einsatzort waren durch die Polizei großräumig abgeriegelt.